Here we go. Everyone's watching. Show us what you've got. Here comes the trick point. Get ready for it. Bomb that cliff. Web systems. What systems? Was hat er gesagt? Erstmal, es geht schon los. willkommen zurück bei Video Gems. Willkommen zurück. Upsala. Erstmal hinsetzen. Bei Bonus Gems. Zu einem Ersteindruck. Ein Spiel, das ich schon lange im Regal habe, noch nie gespielt habe, wie so viele Spiele. Ich muss erstmal den Fernseher leiser machen. Oh, wie crisp die matschigen Texturen aussehen. Das ist Cool Borders Burn, ein Spin-off der Cool Borders-Reihe. Bei uns in Europa heißt es nicht Cool Borders, weil, also entweder hatte Sony die Rechte am Namen oder die haben halt einen Exklusivdeal wegen des Namens, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall durfte wegen Sony das Spiel in Europa und in den USA nicht Cool Borders heißen. Bei uns heißt es Snow Surfers und in den USA, ich glaube, Rippin' Riders oder irgendwie so. Ja, jedenfalls, die Cool Borders-Reihe kennt man ja, oder wahrscheinlich viele von euch kennt man sie, von der PlayStation war ja damals der heiße Scheiß. Die Reihe, also auf jeden Fall bei uns in der Stufe, weiß ich noch, wie das alle möglichen Heinos gespielt haben. Alter, hab mir Cool Borders 2 gekauft. Oder eher gesagt, hab mir Cool Borders 2 gebrannt. Voll geil, ey. Ja, Snowboard-Spiele. Gibt's noch Snowboard-Spiele? Ich erinnere mich, dass Amped, glaube ich, für Xbox noch ganz cool war. Und dann gab es natürlich die SSX-Reihe von EA. Ich trinke mal gerade ein Schlückchen. Und für mich war das damals so eine Art Hoffnungsträger. Ich dachte, boah, Cool Borders kommt für Dreamcast. Yeah, man. Wie geil, Cool Borders für Dreamcast. Also jetzt kommen alle coolen Sachen auch für Dreamcast. Resident Evil kommt ein neuer Teil. Cool Borders. Das wird ja echt der Hammer. Okay, was haben wir hier? Guard? Edging? Ist das nicht... naja, egal. Grab Trick, Jump. Okay, erstmal gucken. Also ja, Jump. Grab Trick, Edging, Guard, Stance Change. Ja, wahrscheinlich werde ich komplett versagen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe noch nie einen Cool Borders gespielt. Das bleibt so. Die Jukebox. Dream Passport. Ist ausgegraut. Kann ich nicht draufgehen? Was hätte man denn da machen können? Ich glaube nicht, dass man online hätte spielen können bei dem Spiel. Das war ein recht früher Dreamcast-Titel. Das ist nämlich den Freeride Superpipe. Ich nehme mal Freeride. Ich bin jetzt auch nicht der große Fan von Snowboard-Spielen. Ich finde die ab und zu mal ganz cool. Tier. Ronny. Der Ronny. Wie heißt der? Axel? Alter. Monika. DJ Ken. Und Bob. Ich treffe immer auf Bob. In jedem Spiel gibt es einen Bob. Ich nehme mal Tier. Die sieht ganz fesch aus. Ja gut, hier ist sie bauchfrei. Aber ehrlich gesagt... Nee, irgendwie ist sie hier hübscher. Freestyle Allround Alpine. Ja, keine Ahnung. Ich nehme mal Allround. Goofy, Regular, keine Ahnung, ich mache einfach. Kurs 1, ja, Mountain Review. Ich erinnere mich an, wie hieß denn das für Saturn? Das war auch ziemlich gut. Das habe ich auch, ich habe schon ein paar Mal gespielt. Da gab es auch so zwei, drei Teile. Okay, das ist... aber ich erinnere mich gerade nicht, wie es heißt. Okay, cool. Und? Boah! Ich will immer sagen, es heißt Trickstyle, aber nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, für Saturn gab es auch ein paar ganz gute, die ich gespielt habe. Oh, shit.
Das gibt wohl Abzüge in der B-Note. Oh shit. Ich find's grafisch nur okay. Also wie gesagt, viele Texturen sind matschig, sehr eckig alles. Also besonders hübsch ist das Spiel nicht, aber es läuft ganz gut. Ich bezweifle, dass es 60 Frames, also bombige 60 Frames sind. Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Der Schnee könnte ein bisschen mehr spritzen, ehrlich gesagt. Ah, da hätte ich wahrscheinlich auch was machen können. Oh, shit. Oh. Extreme Time. Nee, Extra Time. Extreme Time. Ich will ja mal irgendeinen kleinen Trick machen. Wahrscheinlich auch... Oh, vorher mal die Anleitung lesen sollen. Oh shit. Scheiße. Mal die Anleitung lesen sollen. Vielleicht stehen da ja Tricks drin. Cool, jetzt ist hier schon dunkel geworden. Die Lichteffekte sind ganz nett. Oh, verdammt. Da wäre das Ziel gewesen. Oh shit. Ha, probieren wir es nochmal. Komm, wir probieren es nochmal. Ja, wenn ich die Tricks kennen würde. Ich müsste die Tricks kennen. Naja, schon versaut hier, ey. Dann gibt es auch Extra Time. Extra Time gerade eine Sekunde. Zwei Sekunden. Also wenn das System ist, man macht Tricks und bekommt extra Sekunden, das finde ich gar nicht so übel. Das finde ich schon ganz cool. So, diesmal gehe ich nicht da rechts lang. Da stand plus zwei extra Sekunden. Aber da unten steht jetzt nichts an Extra Time. Aber ich glaube, die wurden mir einfach so addiert. Musik finde ich ganz cool, ehrlich gesagt. Also kein schlechtes Spiel, ich glaube. Wenn ich es damals gehabt hätte, scheiße. Ich glaube, das hätte ich öfter gespielt. Das war jetzt auch ein bisschen übel von mir. Da habe ich wieder eine Chance verpasst. Aber jetzt. So, jetzt sind wir hier wieder. Ja, das Wasser, das da runterkommt. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Oh, shit! Ich wollte da durch die Lücke, ey. Boah, jetzt habe ich hier bestimmt wieder 3 Sekunden eingebüßt. Ist wieder Nacht geworden mit den coolen Lichteffekten. Das gefällt mir wirklich.
Müsste mal mehr Tricks versuchen, aber ehrlich gesagt traue ich mich nicht. So, wo ist meine Extra-Time? Ey, da ist doch 2 Sekunden Extra-Time. Das gibt's ja nicht. Wie hart ist denn das? Ah, das finde ich schon richtig heftig. Das ist der erste Kurs. Der erste Kurs und ich krieg den nicht geregelt. Ich meine, ja, ich habe einen großen Fehler gemacht, aber come on. Beim ersten Kurs, da erwarte ich ja, dass es nicht ganz so hart ist. Mal gucken, ich nehme mal einen anderen Spielmodus. Vielleicht gibt es ja eine andere Strecke irgendwie noch, die man auswählen kann. Ja, es gibt die scheiß Superpipe. Aber das ist ja keine richtige Strecke, nehme ich mal an. Egal, gucken wir uns das mal an. Und dann nehmen wir DJ Ken. Also sein Bauchumfang entspricht eher den meinem. Oh, der hat ein geiles Hemd. Das nehme ich auf jeden Fall. Gibt's die Reihe eigentlich noch? Nee, ne, Quatsch, es gibt ja auch keine Snowboard-Spiele mehr. No ordinary pipe, it's the super pipe. Yeah. Okay, ja, erstmal Speed drauf kriegen hier. Und dann. Nee. Wie mache ich das denn? Okay, Melancholy Finish. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Indie Finish. Tail Grab. Ja, keine Ahnung, wie ich da landen muss. Ja, immerhin, ne? 1000 Punkte. Nicht gut gewesen. Ach, shit. Wird mir was abgezogen. Wo sind denn meine Punkte? Ja gut, ich habe ja minus 1000 und dann minus 300. Und ich sehe gerade hier, der erste hat 9000. Alter. Wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Ich mache noch einmal die Strecke hier. Im Freeride. Und da nehme ich jemanden, der ordentlich Speed drauf hat. Und dann scheiße ich einfach auf die Tricks. So. Hier sie, Monika, die hat ordentlich Speed drauf. Ich finde die beide nicht gut, aber das finde ich irgendwie ein bisschen besser. So. Ich weiß, Leute, ist jetzt zum dritten Mal der Kurs, aber immerhin mit einer anderen Fahrerin. Here we go. Ready, go. Here we go. So, guck mal, 0,2. Oh, 0,2 Sekunden für den kleinen Stunt, ey. Scheiße. Wir gehen hier wieder bei den Schafviechern lang. Bei uns heißen die Schafviechers.
Guck mal, es geht ja ein bisschen besser hier. Scheiße. Okay. Also manchmal kapiere ich auch nicht, da denke ich, okay, da müsste ich doch jetzt eigentlich genug Power für den Sprung haben, um lange genug in der Luft zu sein, also für so einen Minisprung, um dann Trick zu machen. Oh, fuck you. Das war dreckig. Okay, bisher zwei kleine und einen großen Fehler gemacht. Das kann es nachher dann wieder gewesen sein, ne? Also immer diese popligen plus 1 Sekunden. Ich glaube, ehrlich gesagt, eben war ich besser. Oh, fuck you! Boah, wie dreckig, ey. Ah, man kann sich ducken. Ja, gut zu wissen. Komm, jetzt schaffe ich es aber, ey. 20 Sekunden noch. So, beim dritten Mal haut's auch hin. Ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob das jetzt der Speed-Bonus war oder ob ich ein bisschen besser war. Eigentlich nicht. Nee, das war der Speed-Bonus, bestimmt. Sie ist einfach viel schneller. Ey, immerhin. 5600 Punkte. Und ein neuer Kurs. Cool. Ich mag auch die Aufmachung des Spiels. Diese ganze Schrift und so. Klar, das ist so ein bisschen pseudo-cool, aber das passt doch. Komm, schauen wir mal eben noch mal in den nächsten Kurz rein. Der Emerald Forest. Geil, sind wir hier bei Sonic oder was? Klingt wie so eine Sonic-Stage. Emerald Forest Zone. So, schweres Wort. Oh, da hätte ich einen Trick machen können. Trick Area! Oh, die Textur am Boden, ey. Geht's noch matschiger. Sind wir hier bei, wie heißt nochmal das Nintendo 64 Snowboard-Spiel? Also nichts gegen das Spiel, das ist super, aber so von der Optik könnte es das fast sein, ey. Cooler Wasserfall eben. Oh, jetzt geht's hier wieder in eine Höhle, wie ich das nicht leiden kann. Scheiße. Boah, da frisst man erstmal bestimmt 5 Sekunden. Shit. Okay, ich glaube, ich bin falsch. Scheiße. Ja, ich dachte, das sah halt aus wie irgendwie so ein Bonus. Dass man da lang kann. Scheiße. Boah, ist das mies. Okay, hier muss man lang. Also eben waren dann noch die ganzen Pfeile und so. Und jetzt? Also es gibt schon, glaube ich, versteckte Streckenabschnitte hier. Aber, oh shit. Aber welche das sind? Hier muss ich die ganze Zeit blocken. Eben habe ich noch gewundert, wozu ist denn Blockbutton da? Sind wir hier bei Street Fighter, bei Mortal Kombat, ne? Blockbutton oder Virtua Fighter. Aber nee, für sowas ist der Blockbutton da. Das, oh fuck. Komm, Mädel. Ich weiß, nur noch 8 Sekunden. 6, 7, 5. Werde ich unmöglich schaffen. Oh, doch geschafft. Okay. Aber coole Stage. Erinnert mich ein bisschen an Sonic Adventure 1. Dieser Inka-Tempel. Ah, okay. Man kann nicht die Richtung ändern, wenn man blockt. Da muss man sich entscheiden. Okay, cool. Entweder oder.
Blocken oder lenken? Scheiße. Oh, fuck. Das wäre aber geil gewesen, wenn ich da auf dem anderen Streckenteil noch gelandet wäre. Ich würde mal gern Speedrun von dem Spiel sehen. Das ist bestimmt... Oh, fuck. Scheiße. Speedrun von dem Spiel ist bestimmt der heiße Scheiß. Boah, aber was auch für eine lange Strecke, Mensch. Wow. Na gut, Freunde, aber das soll es gewesen sein für Cool Borders Burn. Ich find's ganz cool, ehrlich gesagt. Ne? Also, ich habe ja schon erwähnt, bin jetzt nicht der Überfan von Snowboard-Spielen, aber ab und zu kann das schon Spaß machen. Ich würde sagen, wenn ihr einen Dreamcast habt und Snowboard-Spiele mögt oder es ist ja auch sehr, sehr arcadig einfach. Schaut doch mal rein. Wie gesagt, in Japan Cool Borders Burn, in Europa Snow Surfers und in den USA, glaube ich, Rippin' Riders. Sollte auch eigentlich nicht teuer sein. Gefällt mir. Cooles Spiel. So, dann sage ich, wir sehen und hören uns. Quatsch, wir sehen uns überhaupt nicht. Wir lesen und hören und sprechen uns das nächste Mal. Oder irgendwie so. Bis dann. Cool.